Hallo liebe Cello-Freunde, heute möchte ich euch das Savox Bluetooth Mikrofon BTR 155 in Verbindung mit Cello vorstellen. Hier ist die Box, wenn ihr euch das gekauft habt. Hier die Möglichkeiten mit den Outdoor-Einsätzen. Die Firma Savox ist bekannt dafür, professionelle Geräte für verschiedene Berufsgruppen herzustellen. Auch hierbei handelt es sich um ein absolut professionelles Gerät. Natürlich habe ich das schon ausgepackt, sonst hätte ich es ja nicht testen können. Hier ist das BTR 155. Mitgeliefert in der Box wird natürlich ganz klar das Mikrofon selber. Dazu ein Ladegerät, USB, ein Ohrkabel für Außeneinsätze, wenn es mal laut wird oder nicht jeder mithören soll, ein Tragegurt und ein USB-Kabel mit USB-2-Stecker. Und natürlich auch eine Gebrauchsanweisung auf Deutsch. Getestet habe ich das Mikrofon mit einem Galaxy Fit, mit einem iPhone 5, mit einem, und jetzt werdet ihr sagen, nochmal ein iPhone 5. Nein, das ist ein GoPhone 5i, ein iPhone-Klon mit Android-Betriebssystem aufgespielt, mit einem Galaxy S-Duos und mit einem iPad Mini. Leider geht es mit dem iPad Mini nicht, leider geht es mit dem iPhone 5 nicht, im Moment zumindest noch nicht. Apple lässt dies nicht zu. Somit bleiben die drei Android-Geräte. Cello ab Version 2.1.5 funktioniert dieses Mikrofon. Wenn ihr also das neueste Cello auf eurem Handy installiert habt, dann dürfte das problemlos funktionieren. Die Installation ist sehr einfach. Man geht zu den Einstellungen auf dem Handy, geht ins Bluetooth rein, scannt die Geräte und schon erscheint das Savox BTR 155. Drückt noch einmal und koppelt es mit dem Mikrofon und das ist schon alles. Hier haben wir die Sprechtaste, PTT-Taste, die Lautstärkeregelung plus minus, eine Multifunktionstaste, eine LED-Anzeige hier jetzt blau in Verbindung mit dem Handy. Es gibt noch Rot, Grün, Violett und Gelb. Man kann damit auch telefonieren. Wir haben hier das Mikrofon unter dem Savox Brand, die zwei Buchsen, USB-Ladebuchse, die Buchse für den Ohrstecker und ein sehr starker Clip. Hier fällt ganz sicher nichts ab. Ist sehr, sehr stark. Das hält. Die Lautsprecher machen wir gleich mal einen Test. Die Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt halten. Und die Verbindung zum Handy hat abgestellt. Nochmal 2 Sekunden drücken. Verbindung wird wieder hergestellt. Also sehr einfach in der Handhabung. Das Handy kann in der Tasche gelassen werden. Man braucht nur das Mikrofon, um auf Cello sprechen zu können mit den Freunden privat. Cello selber ist eine Applikation auf dem Handy, welche man kostenlos runterladen kann beim Apple App Store, beim Google Play, für BlackBerry geht es und auch selbst auf dem Desktop-Computer kann man Cello kostenlos runterladen. Es gibt sehr, sehr viele Kanäle. Deutscher Kanal zum Beispiel Cellofunk. Ich gehe jetzt hier mal auf die Echo-Funktion, um niemand im Kanal zu stören. Und mache mal einen Test. Ich nehme das Gerät, drücke und spreche.
1, 2, 3, Test, 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test, 1, 2, 3, Test. So einfach funktioniert das. Selbst auf dem Motorrad kann ich das nutzen, man kann die Lautstärke sehr laut regeln, ist also sehr gut hörbar. Das Gerät selber kostet um die 179 Euro. Wer das möchte, kann im Internet googeln oder mir auch eine E-Mail schreiben unter zellofunk@gmail.com. Die Batterie hielt bei mir 2 Tage lang. Das Gerät ist sehr robust. Funktioniert, wie gesagt, mit allen Android-Geräten. Wer den Kanal Zellofunk nicht kennt, ist herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Es gibt tausende Kanäle auf Zello. Jeder findet seinen passenden Kanal mit den passenden Leuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Weitere Filme werden folgen hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich bedanke mich auch bei Savox, welche dieses Mikrofon zur Verfügung gestellt hat für diesen Test. Ich wünsche euch viel Spaß mit Zello. Und wenn ihr es habt, mit Savox BTR 155.